Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei oder schon wieder bei Stoneheart hier bei meinem kleinen Dorf oder in meinem kleinen Dorf. Ich habe hier ein kleines Problem. Ich habe hier ein Loch im Boden und ich würde das gerne stopfen, aber ich finde nicht heraus, wie man das Ganze auffüllen kann. Ah, Tierverzauberung. Ein Trapper wird sich gelegentlich dafür entscheiden, ein besonders feines Tier in einem Haustier zu verwandeln. Okay. Das schon bei Stufe 2. Da müssen wir die vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen noch ansteigen lassen. Ein bisschen höhere Level noch bekommen lassen. So, wir haben jetzt hier schon Pojos und wir haben hier Schafe. Das läuft schon mal ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob wir größere Felder machen müssen, damit wir noch mehr Tiere bekommen. Das könnte man aber testen, indem wir jetzt einfach sagen, wir machen hier hinten noch ein Feld. Ich kann hier keine Felder anlegen. Doch, jetzt geht's. So. Wenn ich jetzt sage, so groß. Und sag jetzt hier, Kaninchen können Quelle für Dörflösch sein, für Wolle. Ich glaube, wir brauchen gerade ganz viel Wolle. Dann ist aber hier unten die Anzeige zwei Tiere. Das ist halt immer... Es ist immer bei 2, oder? Ist jetzt nur ein Testfeld. Ich baue hier nochmal so ein 20x10er Feld dran. Und das soll dann auch scharf sein, weil ich gerade der Meinung bin, wir brauchen viele Schafe. Und hier machen wir nochmal ein 20x10. Geht das? Noch ein 20x10er, da machen wir dann Hasen. So. Außerdem möchte ich gerne hier noch einen Weg bauen. Und zwar suchen wir uns wieder das Wegetool raus und das da. Hier soll so ein Weg rüber gehen. Aber dann können wir keine Zäune mehr bauen. Ah, es soll so ein kleiner Weg sein. Hier so, so ein Mini-Weg. So. Eigentlich hätte man das Feld noch ein bisschen mit Abstand machen sollen. Wäre schöner gewesen. So, das Bearbeiten, Beenden, Bauen und so weiter. Ja, das Feld müssen wir nochmal entfernen. Wir müssen das nochmal neu setzen. Und zwar hier Schaffeld. Ich hätte da gerne tatsächlich einen Weg dazwischen. 1, 2, 3. Dann soll der Zaun da sitzen. Muss man ein bisschen anders gucken. So, 3, Zaun und so weiter. So, 20 mal 10. Und hier sollen Schafe hin. Gut, dann hätten wir da noch ein Schaffeld. Passt es natürlich hier drüben nicht mit, aber naja, was soll's. Gut, Schaffeld-Aktion beendet. Jetzt geht es halt darum, dass die Eindringlinge nähern sich. Okay. Dann sagen wir unseren Leuten mal, dass die den angreifen sollen. So, der ist da schon mal besser gewappnet. Ah, was? Ich glaube, wir haben gerade eine Errungenschaft gekriegt. Ich habe nicht schnell genug hingeschaut. Ich kann aber vielleicht mal hier kurz gucken. Errungenschaften. Gibt es hier überhaupt Errungenschaften? Das war irgendeine Steam-Einblendung, aber ich habe gerade in die andere Ecke geguckt. So, tägliches Update. Haben wir geschafft? Haben wir geschafft? Haben wir gerade so nicht geschafft? Oh, schade. Gut, hier liegt aber ganz viel Futter auch rum. Das könnte man eigentlich mal einsammeln, oder? Und ich würde gerne dieses Loch hier stopfen.
Das geht mir so ein bisschen auf den Geist, dass es da ist. Das sollte eigentlich da weg sein. So, und dann hier so liegt auch ganz viel Fleisch rum, aber das macht, glaube ich, unser Trapper. Aber der kümmert sich darum. Poyos haben wir 2. Ich weiß aber nicht, warum das auf 2. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, warum es nur 2 sind. So, unsere Arbeiter langweilen sich, glaube ich, gerade. Wir können also jetzt wieder erlauben, dass sie hier Bergbau betreiben. Oder wir machen das mal so. Wir sagen einfach, 2 dürfen keinen Bergbau betreiben. Aus dem ganz einfachen Grund. Dann haben wir die immer für andere Arbeiten. Und die anderen hier können machen, was sie wollen. Ja? Hier sind auch noch welche dabei, die können ja auch noch bauen helfen und die können hier noch Bergbauen helfen und so weiter. Jetzt gucken wir nochmal hier auf unsere Jobliste. Ich suche mir mal einfach hier oben einen aus. So, der Koch kommt eigentlich ganz gut hinterher. Es gibt halt hier noch so Fragezeichen. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Jobs noch nicht gibt oder ob wir die irgendwie freischalten müssen durch irgendwelche Errungenschaften oder so. Keine Ahnung. Ich habe das vielleicht muss man irgendwas machen, damit man die ja, ich weiß nicht. Wie sieht's denn hier aus? Leute, ihr müsst mal ein bisschen was sammeln. Ich glaube, ich muss hier erst nochmal ausschalten, dass die im Bergbau arbeiten dürfen. Weil hier muss jetzt erstmal ein bisschen aufgeräumt werden. Wie sieht es denn hier aus? Das ist ja total unordentlich hier. Wie viele Eier haben wir jetzt eigentlich schon auf Lager? Gerade mal. Guck mal, die Sicherheit ist auf 4,8. Ich weiß gar nicht, warum die Sicherheit so niedrig ist. Stadtwert ist 17.000. Der Stadtwert von allem im Inventar. Okay. Dann müssen wir natürlich hier gucken, dass wir jetzt ganz schnell nochmal Sachen hier nachbauen, die teuer sind. Damit wir morgen auf jeden Fall dann auf jeden Fall wieder mehr Einwohner bekommen, weil es hapert ja momentan nur daran, dass die dass der Stadtwert nicht steigt. So. Ich musste jetzt gerade überlegen. Tut mir leid. Gut, Schreinerei. Mal gucken. Schreinerei. Was können wir denn hier bauen, was ein bisschen wertvoller ist? Guck mal, das kann ich noch gar nicht bauen. Achso, da fehlt schon wieder die Wolle. Genau. Ein Schreibtisch. Wir könnten mal 10 Schreibtische bauen. Wobei, der ist ja auch schon ziemlich vollgeladen, oder? So, wir müssen uns um die Wolle kümmern. Ansonsten müssen wir vielleicht mal Wolle einkaufen. Wir dürfen nicht so viele Sachen verkaufen, die wir produzieren. So, hier. Müssen wir vielleicht mal wieder eintragen, dass hier geschmolzen wird. Warum läuft das hier nicht? Ja, warum machst du das denn nicht? Stell doch mal das Ding hier her. Wo hapert es denn gerade hier? Liebe Steinmetze, liebe Schmiede, was macht ihr denn gerade? Die Schmiede, was machen die denn gerade? Die sind untätig, obwohl die was zu tun haben. Die haben voll viele Aufträge, aber die machen die nicht.
Wir schieben das vielleicht mal nach oben, ne? Und warum baut er die denn nicht? Er sagt, er ist jetzt gerade da dran, das zu machen. So, jetzt hier. Die sind jetzt eigentlich auch gerade dabei. So, untätig. Die sind beide untätig. Aber warum? Habe ich zu viele Aufträge drin oder was? Wir werfen mal den Auftrag hier in den Müll. Was passiert jetzt? Ich sehe nicht, dass die irgendwas arbeiten hier. Ach, das ist doch doof. Jetzt fängt er an, hier oben was zu machen. Sehr gut. Gesundheit plus 10. Schon mal gut. Trappermesser müssen danach noch hergestellt werden. Das lohnt sich hier fast gar nicht. So, was haben wir hier? Das lohnt sich auch nicht. Hier müssen Bronze, brauchen wir glaube ich gerade nicht, aber hier könnte man 3 Stück herstellen. Stahl könnte man auch nochmal welche herstellen, 9 Stück. So, hier haben wir 5. Hier hätten wir 2. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier weiterläuft. Mit der Stadtwert ein bisschen nach oben geht. Gut, das waren jetzt die Schmiedereien. Schmieden meine ich. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier dem Töpfer noch irgendwie lustige Sachen entlocken können. Guck mal hier, die dekorative Vase kann er bauen. Ach nee, das kann er nicht bauen. Warum? Weil da erst noch die gebaut werden müssen für. Gut, dann müssen wir hier mal gucken. Ach, wir müssen Ton sammeln. Dafür müssen wir unten im Bergwerk halt auch in die andere Richtung graben, wo halt auch Ton ist. Genau, das müssen wir ganz dringend machen, damit er hier was zu tun bekommt. So, jetzt mal hier gucken im Kräuterlabor. Da würde ich fast vorschlagen. Dass wir erstmal einkaufen gehen. So, was gibt's denn hier? Es gibt hier dekoratives Zeugs hier, verfeinerte Lederballen. Die können wir jetzt selber herstellen. Wolle können wir eigentlich, könnte man einkaufen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht mehr. Aber wir können vielleicht das verkaufen, oder? Wir wollten aber eigentlich nichts mehr verkaufen. Nee, wir verkaufen auch nichts. Dadurch haben wir uns nämlich, glaube ich, das eingebrockt, dass wir jetzt keine Leute mehr bekommen. Weil der Stadtwert dadurch gefallen ist. So, wir machen nochmal hier in dem Steinmetz-Dingsbums. Da machen wir nochmal... Was können wir denn hier noch machen? Hier können wir auch schon alles bauen. Bauen wir vielleicht noch ein paar Schmiedehämmer, ha? Guck mal, da kannst du ruhig immer 6 Stück auf Lager legen. Dann löschen wir hier oben den Auftrag. So. Und dann Tore haben wir eh auf Lager. Dann haben wir, Steinmauer haben wir eh auf Lager. Aber ist eigentlich ganz gut so. Es reicht so. So, was haben wir denn noch hier unten? Goblin-Diebe. Verstecken sich hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt hier durch unseren Zaun durchlaufen kann. Sieht aber ganz gut aus. So, unsere Mauer müssen wir weiter bauen. So, 18 Steinmauern haben wir wieder bekommen. So, drehen.
Die baue ich da auch richtig, oder? Jedes zweite Feld. So. Ich habe die Türen vergessen. Ach, hier waren gar keine Türen. Ne, die Türen kommen hier vorne erst. Okay, dann hier nochmal Stein. Gut, alle aufgebraucht. Da muss wieder unser Steinmetz erstmal welche herstellen. Wie gesagt, hier ist ein Loch im Boden. Ich weiß nicht, wie wir das stopfen können. Ich würde das Loch gerne hier stopfen lassen. Vielleicht müssen wir so schichtweise machen. So, wir machen das mal schichtweise. Da bloß reingucken könnte. So. Diese Schicht abtragen. Diese Schicht abtragen. Und so, wir machen alles weg. So, diese Schicht abtragen und... mal drehen. Hopp, kann man ganz schlecht reingucken. Spielt die Kamera nicht so mit. So. Jetzt sind wir unten auf dem Boden. Und jetzt würde ich sagen, ich würde da gerne Steine reinsetzen. Ist egal welche. So. Eigentlich auch hier so alles zu. Das müssten wir eigentlich hinkriegen, oder? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt hier. Aber es hat ja das letzte Mal auch nicht geklappt. Da haben wir auch gesagt, hier bauen wir dazu. Ach, warte mal. Es war wieder der Fehler hier. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht gestartet, oder? Ich habe es, glaube ich, schon wieder nicht gestartet. Ich vergesse immer, dass du hier bei den Bauaufträgen nachher noch sagen musst, ja, so bin ich jetzt zufrieden. Ja, da kommt auch schon... Guck mal, da kommen die Bauarbeiter. Mist. Deswegen hat er es die ganze Zeit nicht zugebaut. Und ich habe mich gewundert, warum es nicht geht. Also gut, das war natürlich jetzt, ja, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen peinlich gewesen. Dann müssen wir hier vielleicht nochmal Bau pausieren. Wieso bist du, seid ihr nicht fertig? Ich will ein neues Haus bauen. Also ich will was Neues bauen. Nee, ich möchte da doch was Neues bauen. So, dann wäre es ja eigentlich zu. Beende, bearbeiten, bauen. Ja, lass sie arbeiten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt da das Loch hier irgendwie zugebaut wird. So, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Und das haben wir auch geschafft. 25 Einwohner. Wieso eigentlich 25? Ach nein, jetzt haben wir, glaube ich, 26. Jetzt kommen so viele Leute gleichzeitig hier an. Oh, hier sind Wölfe. Hoffentlich wird er jetzt nicht angegriffen.
Los, lauf nach Hause. Lauf. Lauf. Ich gucke jetzt mal, dass da nichts passiert, weil sie nämlich jetzt genau hier an den Wölfen vorbeirennt. Und der eine Wolf ist auf jeden Fall hinter ihr her. Hinter der Cecile. Ne, hinter der Cecile. Genau. So, aber ich glaube, sie schafft es. Der Wolf hat irgendwie von ihr abgelassen. Sie kommt jetzt nach Hause. Hier sollten wir sollten aber viel mehr Türen eigentlich einbauen. So, was ist jetzt hier mit unserer Baustelle? Wird hier noch gearbeitet oder wie macht er das da? Da kommt jemand mit Baumaterial. So. Geht runter, klopft da ein bisschen rum. Nimmt die Steine wieder mit und geht. So, aber jetzt halten wir uns nicht länger damit auf. Wir haben ja jetzt hier eine ganze Menge Sachen. Wir müssen uns aber ins Zeug legen, damit wir jetzt morgen mehr Sachen in unserem Inventar haben, damit dann hier... Die können nichts mehr einlagern. Das ist das Problem hier. Da ist nämlich alles voll mit diesen Blümchen-Gedönse. So, müssen wir mal hier gucken. Das verbraucht die rosa Blümchen. Das verbraucht das da. Das verbraucht auch rosa. Wofür brauchen wir die anderen? Ach nee, das sind die blauen und die roten gleichzeitig. Okay, pass auf. Wir machen das einfach so, dass wir jetzt sagen, wir bauen hier von jedem jetzt mal 20 Stück. Nee, wisst ihr was? Wir machen jetzt von jedem, weil wir ja 200 haben. Wir machen von jedem 50 Stück. Achso, das geht nicht, weil hier Varanushaut für gebraucht wird. Ich werde nicht mehr. So, hier nochmal 50 von dem. Und von dem hier... Ah, dann machen wir auch 50. Ah, das können wir nicht lagern, gell? Das können wir nicht einlagern. Aber zum Not gibt es doch hier vorne auch noch... Guck mal, wie viel Leder wir haben. Kannst du bitte mal Leder herstellen, weil es gibt da gerade so ein... Ah, du kannst das nicht herstellen, weil das fehlt. Ich verstehe. Was ist denn hier in der Lagerhaltung? Warum kann denn hier nichts... Guck mal, da verrottet schon wieder was. Ich muss, glaube ich, erst das auswählen. Und jetzt kann ich hier sagen, dass hier auch Getreide und so eingelagert werden darf. Nee, das habe ich gemacht. Hier, guck mal. Da, Pflanzen dürfen dahin und auch hier Essen darf dahin. Theoretisch könnten die das ganze Zeug dahin rollen. Hier ist auch alles. Hier ist eigentlich auch alles eingestellt. Das ist alles okay. Was ist das hier? Garn und Stoffe. Rohe Zutaten, gekochte Zutaten, Essenscontainer. Das darf doch hier alles eingelagert werden. Warum machen die das denn nicht? Vielleicht muss ich es nochmal bestätigen. So. Nochmal bestätigt. So. Aber es kann natürlich auch sein, dass unsere Bauern jetzt einfach nicht mehr hinterherkommen, weil die jetzt einfach total überfordert sind von dem, was wir hier machen. Vielleicht sollten wir nochmal einen
von unseren Arbeitern. Wir haben ja jetzt auch hier 6 Leute, die sich ums Graben kümmern und so. Wisst ihr auf, wir machen mal Folgendes. Wir machen nochmal... Wir machen nochmal hier Bauern. Einen Bauern machen wir nochmal dazu. So. Und hier Bergbau geben wir auch wieder für 2 Leute frei. Jetzt haben wir 3 Bauern, dann haben wir gleich 4 Bauern. Dann können die das vielleicht, kriegen die das vielleicht besser gebacken da. Und da wird unser Bauer gerade ernannt. Eigentlich haben wir auch so viele Felder, vielleicht sollten wir sogar noch einen Bauern aktivieren, oder? Ich weiß jetzt nicht. Jetzt haben wir wie viele? 4 Bauern? Ich weiß nicht, warum hier hinten nichts eingelagert wird. Hier darf doch eigentlich alles hin, oder? Wir geben das auch nochmal frei hier. So, mal gucken, ob die es jetzt hier abholen. Okay, jetzt wird das eingesammelt. Aber warum denn? Warte mal, vielleicht gucke ich da auch falsch. Ja, aber hier, die ganzen Dinger sind doch leer. Warum machen die das denn nicht? So, jetzt müssen wir hier natürlich freigeben. Ach, das ist schon freigegeben, dass hier auch noch Potions, also Tränke, gelagert werden dürfen. Leder müssen wir natürlich verarbeiten lassen, klar. So, dafür brauchen wir natürlich immer noch das hier. Und stell doch einfach mal 27 von den Dingern schon mal her. Da oben steht doch auch, dass du das auf 40 halten sollst. Warum machst du das denn nicht? So, auf 25 hier. Komm, sofort herstellen 25 Stück. Ich glaube, wir hatten hier gerade irgendwie so einen kleinen Stau gehabt, weil jetzt läuft es hier weiter. Was ist denn hier los? Pollofutter. Okay, ich glaube, ich habe zu viel Pollofutter hergestellt. Wir haben ja hier nur so ein... Ach, jetzt haben wir 4 Schafe. Hey, wir haben 4 Schafe, 2 Häschen. Ach nee, das ist das zweite Feld hier. Insgesamt haben wir 4 Schafe, 2 Schäfchen. Überlebenskünstler kommt vorbei. Nee, wir wollen nichts kaufen, aber vielleicht können wir was verkaufen. Und ich habe, noch eine Idee. Wir können hier natürlich auch nochmal was verkaufen. So. Aber, liebe Leute, das soll es jetzt gewesen sein für die heutige Folge. Ich habe vollkommen die Zeit gerade vergessen. Wir haben voll überzogen. Und... Ich werde dann für heute mich mal von euch verabschieden. Vielleicht könnt ihr mir schreiben, wenn ihr eine Idee habt, warum hier nichts eingelagert wird. Habe ich da irgendwas falsch eingestellt oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls Essen haben wir wahnsinnig viel. Hier vegetarischer Eintopf. Ein ganzes Feld voller vegetarischem Eintopf. Braucht man nie. Naja. Gut, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ein Goblin schleicht sich ins Lager. Mach's nächste Mal. Tschüss.